Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute das neue Video von Sascha, was rausgekommen ist, ja, vor 2 Tagen, glaube ich, exactly. Es ist ganze 2 Minuten 49 Sekunden lang, also extreme Überlänge heute mal wieder bei Sascha. Ich bin gespannt. Das Video heißt, ja, huhu, hui. Oh, das erinnert mich an diesen Clip. Ist da mit dieser Clip gemeint, dieses, von, wer sagt denn das? Goofy. Von Goofy das. Das ist doch das Geräusch, was Goofy macht. Oder? Leute, kann sein, dass ich gerade falsch liege, wie ein verkehrt rumer Embryo, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, Leute. Es wird Zeit für ein neues Format auf diesem Kanal. Neues Format? Was? Okay, da bin ich gespawnt, Alter. Darf ich kurz Cola-Werbung machen? No! Digga, wer lässt denn eine Cola offen stehen? Ich weiß, es ist eine Glasflasche. Und Cola schmeckt aus Glasflaschen extrem geil. Aber niemals offenes Getränk irgendwo stehen lassen. Immer schließen. Schließen, Leute. Türen macht ja auch zu, Flaschen macht ja auch zu. Es ist wie bei Türen. Luca hat mir heute Jodelbeiträge zukommen lassen. Alle Studenten jetzt. Ah, Jodelbeiträge. So, yes, endlich Jodel. Alle Hauptschüler, wer ist Jodel? Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Dementsprechend müssen wir uns heute... Ey. Ja, Jodel ist einfach Rotze, Digga. Jodel ist deutscher Studenten-Allmann-Humor. Meiner Meinung nach. Aber gut, wir schauen rein. Nicht festhalten oder anschnallen. Ich würde sagen, erster Jodler... Let's go! Ich bin spielsüchtig! Oh, ich bin wieder auf der falschen Seite! Ich mach jetzt einfach klein, so. Wollte eben meinen Account in der Online-Spielo sperren lassen, damit ich nicht in Versuchung komme. Hatte noch 3 Euro drauf, einmal gedreht, 2000 Euro gewonnen. Lohn ich das! Account gesperrt, buche damit einen Urlaub als Neuanfang. Gönnt euch mal die Optik! Mein Mitbewohner hat... Hä? Was war denn daran jetzt? Ich check Jodel nicht. Ich checke Jodel nicht. Da war jetzt kein Joke drin, oder? Da war, das war einfach... Hä? Ich check Jodel nicht. Also okay, cool für ihn so, aber was bringt mich das in meinem Leben weiter? Das ist nicht lustig, nicht traurig. Ach, ich check's nicht, Digga, ich check Jodel nicht. Gestern zum ersten Mal seine Freundin mitgebracht. Hab gesagt, du bringst auch jede Woche eine andere mit. Ihr hättet mal beide Gesichter sehen sollen. Zu meinem eigentlichen Anliegen. Suche dringend eine neue WG. Digga, kein Problem, ich hab deine... Ey, ich finde das echt unlustige Rotze, muss ich sagen. Also Jodel ist echt so... Nee. Nee, das ist echt so... Nee. Unterkunft für dich gesichtet und habe auch angefragt. Kein Problem, du kannst da gerne ab morgen wohnen. Die Augustenstraße 63 in Köthen. Mein Leben ist wie Schlittenfahren. Nur ohne Schnee und ohne Schlitten und ohne Spaß. Aber es geht bergab. Ey, das sind wirklich diese Ü40 Mütter, die so diese Schlumpfvideos verschicken. Die lachen über sowas und sagen... Ey, das kenne ich, ey, ich weiß es nicht, Leute, es ist einfach Rotze. Es ist einfach Rotze. Sowas darf nicht erlaubt sein. Man muss bei Jodel, bevor man sich anmeldet, so Ausweis schicken, dass man entweder ein studierender Allmann ist, ja, oder Ü40 oder beides im besten Fall noch, ja. Weil ich glaube, die Zielgruppen überschneiden sich teilweise in Deutschland. Nur ohne Schnee und ohne Schlitten und ohne Spaß, aber es geht bergab. No one cares. Bester Spruch des Chefs im Meeting. Wenn man in euch reinpustet, dann trillert's. Solche Pfeifen seid ihr. Da gehen Grüße raus an deinen Chef. Genau deswegen bin ich YouTuber geworden. Hi, ich bin Sascha, 24 Jahre alt und beruflich Pfeife. Ich brauch... okay, das war gut, das war gut. Aber diese Jodel-Teile sind echt wack as fuck, Alter. Ich habe echt mehr erwartet, muss ich sagen, Freunde. So wie wenn ich eine Karibik fahre. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe mir kürzlich ein neues Aquarium zugelegt und achte auch immer auf den Sauerstoffgehalt und die Temperatur des Wassers. Trotzdem sterben alle meine... Ist echt unlustig irgendwie, ist unlustig. Für deinen Französisch-Vortrag kann ich dir nur eine 5 geben. Wie heißt das nochmal? Okay. Google Earth, oder? Okay, es war der erste gute, weil ich den relaten kann. Ihr wisst, Freunde, 0 Punkte, Abschlusszeugnis, Spanisch. Ich war dabei, Digga. Kacke, das ist Alter. So ein Allmann-Humor. Ist wirklich so. eBay-Kleinanzeigen-Things. Wo muss ich hinkommen? Wenn ich schon lese, eBay-Kleinanzeigen-Things, dann möchte ich schon direkt ausgabeln hier, Alter. Ausgabeln, Rückwärtsgang, Blinker an, hallo. Ich hab keinen Bock. Ich, wollen wir uns bei der Grundschule treffen? Nicht bei der Grundschule. Darf da nicht in die Nähe. Okay, das war der zweite einigermaßen gute. 187. Mein Freund ist schreiend aufgewacht und hat mich weinend umarmt, als er gemerkt hat, dass er nur geträumt hat. Er hat geträumt, dass ich seine scheiß Felgen an den Bordstein gefahren habe. Ich muss ihn bringen. Ja, muss er. Das Gesicht von Knossi ist legendär. Der Nachteil, wenn man rote Haare hat, man wird gemobbt. Der Vorteil, es kann einen seelisch nicht belasten. Okay.
Meine Freundin läuft vor mir weg. Zum Ende werden die ein bisschen besser, muss ich sagen. Da haben sie tief gewühlt und was rausgeholt, was einigermaßen gut ist. Weil sie die letzten gebrannten Mandeln essen will und rennt die Treppe hoch. Ich, Achtung, die Treppe ist rutschig. Sie, netter Versuch. Arzt, der Fuß ist gebrochen und Leute, an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch Jodel gefallen hat, könnt ihr jetzt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ja, cruisen durch die Street, Freunde. Haare und Fleek, Freunde. Ey, Mann, ich weiß nicht, das Format hat nicht so viel Potenzial, muss ich sagen, wie ich mir erhofft habe. Weil Jodel auch Rotze ist einfach. Jodel ist Rotze einfach. Da gibt's nichts. Da kann man auch Facebook E40 Schlumpfseiten-Memes machen. Wobei das wahrscheinlich lustiger wäre irgendwie. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt mir auch mal gerne rein zu Jodel. Habt ihr Jodel auf eurem Handy installiert? Wenn ja, bitte deabonniert mich. Und dann würde ich sagen, ey, ich weiß nicht, Digga. Hat mich echt ein bisschen getriggert, diese auf Krampf versuchen, irgendwie lustig zu sein Sachen so. Weiß nicht. Fühl dich nicht so sehr, muss ich sagen, ja? Aber gut, Freunde, lasst mir eure Meinung gerne dazu da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Lasst einen Daumen hoch, damit es euch gefallen hat. Checkt das originale Video von Sascha ab. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer und tschüss.